So, das ist bei American McGee's Alice. Weiter geht's. Wir sind immer noch in dem tödlichen Hindernisparcours und ich muss schauen, dass ich hier durch die Zahnräder so gut wie möglich durchkomme, ohne. Autsch! Oh, das war smooth. Das war smooth, gekillt zu werden. Sehr schön. Und hier geht's in den nächsten Bereich rein. Der heißt Machenschaften. Okay. Kann ich da irgendwie mich reinkaufen? Oder habt ihr Machenschaften gegen mich laufen? Runden. Mir ist schwindelig. Mir allerdings auch mittlerweile. Oh, okay, Machenschaften. Dann wollen wir mal. Yeah. Spring mal darauf. Sieht nicht so sicher aus, aber. Holy shit, okay. Das sind spaßige Sprungpassagen, ich sehe schon. Kommen auch wieder runter, oder? Ja, tun sie. Sehr gut. Vielleicht auf so eine Höhe, dass ich drauf springe. Das wäre super. Das müsste. Ah! Nein, das reicht nicht. Fuck! Naja, wir haben Zeit, wir warten einfach ab. Ich werde auch mal kurz nochmal schweigen davor, an der Stelle. Okay, hätte ich gewusst, dass es so weit runter geht. Hätte ich hier nicht so voreilig rüberspringen müssen. Oh man, das ist doch Bullshit, das ist doch ultra Bullshit, wie schnell der dann auch wieder hochgeht. Lass mich da hoch. Dann lässt du mich da hoch und okay, auf dich warte ich vielleicht lieber. Naja, gut, das ist ja gar nicht so furchtbar, wie ich dachte. Es ist furchtbarer. Viel, viel schlimmer noch. Oh, Mann. What? Yep. Oh, wow. Was? Ziehst mir die Plattform unterm Arsch weg. Finde ich nicht so gut, aber hey. Wer fragt mich an dieser Stelle überhaupt noch? Gar niemand, richtig. Was ist denn hoch? Ich glaube, ich muss an. Muss ich an die Stelle? Yep. Und dann sind hier langsame Paddel. Oh, langsame. Warum langsame? Langsame sind noch ein bisschen shittier zu timen teilweise als schnelle. Es ist wirklich so. Mal gut, zu schnell ist natürlich auch irgendwann blöd, aber. Weil so ganz langsam wird man relativ schnell ungeduldig und springt dann einfach viel zu früh ab. Das würde ich jetzt eigentlich vermeiden. Okay. Okay. Okay, nochmal einen Raum geschafft. Aber halt, es gibt mehr davon. Wer hätte das gedacht? Oh, what? Sieht ja schon aus wie irgendeine. Shit. Ich sollte auch. Das Ding da unten, habe ich recht? Vielleicht. Ah, zerquetsch mich nicht. Darüber. Jawoll. Und dann geht es dann wieder aufwärts. Und. Oh Gott, dieses verdammte Zahnrad muss ich dann gegen die Richtung nach oben springen. Und natürlich, natürlich wackelt dieses Ding. Warum auch nicht? War ja zu langweilig ohne, oder? Ist ja nicht schon tödlich genug hier. Fuck. Fuck you. Fuck you einfach nur. Okay. Langsam. Ich habe gesagt langsam. Nicht so langsam. Kriegen's hin. Irgendwie. Irgendwann. Wir schaffen das schon. In der Mitte kann ich nämlich stehen bleiben, ohne dass es sich wirklich bewegt. Man muss Geduld haben bei dem Level. Auf jeden Fall Geduld mitbringen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste hier. Sind die Sprungpassagen an sich gar nicht mal so schwierig vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, klar, sie sind immer noch nervtötend, aber trotzdem. Weiß ja nicht, ich glaube, ich habe schon Schlimmeres gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe schon viel Shit in dem Spiel gemacht. Ich fand ja die Eishöhle bisher immer noch am schlimmsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo man echt nicht kontrolliert. Nicht kontrollieren kann, ob man irgendwie stehen bleibt, läuft, rutscht, wie auch immer. Man rutscht halt einfach. Da gab es nur einen Status. Rutschend. Okay.
Wo kann ich jetzt hinspringen von dem Ding hier? Ich denke mal nicht auf die Mitte. Das wäre, glaube ich, sinnfrei. Oder? Wie hoch gehst du überhaupt? Das ist die Frage. Du musst, glaube ich, in die Mitte. Und dann... Oh, Mann! Jesus Christ! Dann hier... Ah, okay. Dann kann ich da hoch. Na, awesome. Okay. Und wunderschön. Wunderschön. Oh, was? Echt jetzt? Der Shit killt mich, wenn ich... Das ist ja Bullshit. Ah! Oh mein Gott, was echt jetzt? Mann. Ich meine, okay. Hätte ich mir denken können. Aber komm schon, was zur Hölle? Oh Mann, lass mich hier raus. Königliche Wut. Wir sind im Reich der Herzkönige mittlerweile auf jeden Fall angekommen. Keine Frage. Das muss es sein. Hallo, Greif. Oh fuck, das ist der Jabberwocky ohne Textur. Was zur Hölle? Epischer Kampf hier. Oh, das hätte es doch kommen sehen müssen. Ich glaube, der Greif kriegt gerade voll auf die Schnauze, kann das sein? Aber übel. Uncool. Du könntest deine Schuld tilgen. Oh, oh, okay. Ah, fuck, 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 fuck. God damn it. Ja, wunderbar. In Flammen aufgehen ist, by the way, nicht so das Beste hier. Nur mal so als Pro-Tipp an meiner, an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Gucken, dass man nicht brennt. Wäre geil. Fuck, ich brenne. Alice, hör auf zu schreien. Box dich, ich schwör's dir. Shit, ja, jetzt muss ich den Jabberwocky besiegen, weil der Greif's verkackt hat. Kann man das auf gut Deutsch so sagen? Ja, yep, er hat's ultra verkackt. Was ist Meta-Essenz da drüben? Bitte gib mir diese Meta-Essenz und zwar ganz, ganz schnell. Okay, und das war's auch schon. Oh, fuck. Oh, fuck, Leute. Oh, Gott, das wird ein mieser Kampf. Ihr seht ja, was für ein Radius der hat. Und im Prinzip, wenn ich mal brenne, dann bin ich auch relativ schnell tot. Also, oh, Mann. Fuck. Ich hab's so gesehen. Es ist echt schwierig, hier eine großartige Chance gegen den Pisser zu haben. Ich hasse diesen Kampf. Ich hasse den Kampf. Viel zu wenig irgendwie Platz für mich zum Ausweichen. Viel zu wenig Essenz. Ich gehe einfach sofort drauf, wenn der runterkommt. Eis vielleicht? Kann ich dich für ein Eis begeistern? Nicht so wirklich. Ja, fucking shit. Echt jetzt? Willkommen bei Ultra Bullshit Kampf Nummer 1. So was, nach jedem erfolgreichen Angriff speichere ich jetzt einfach. Das ist zwar echt cheap und wird sehr, sehr lahm wahrscheinlich, der Kampf. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber... Was soll ich denn sonst machen? Wenn nicht mal die Teile treffen. Jetzt wäre es geil, welche zu haben, by the way. Oh, die war schön. Die waren schön. Die haben gut getroffen, wenigstens. Zumindest klang es so. Muss gucken, dass er... Nein, nicht brennen. Was zur Hölle? Was habe ich dir erzählt? Nicht brennen. Brennen ist böse. Hör auf zu brennen. Pro-Tipp. Nicht brennen, Alice. Du hast meine... Meine Pro-Tipps jucken dich nicht. Kann das sein? Die jucken dich in Scheißdreck. Ich habe keine Meta-Essenz mehr. Geil. Geil, geil, geil. Oh, doch, hier ist welche. Hallöchen. Kann ich die vielleicht nehmen, du Bullshitter? Jesus Christ. Ich hasse den Jabberwocky. Tief und innig hasse ich ihn.
blöder Motherfucker. Aber ich habe die Muskete nicht dabei. Das wäre natürlich die Waffe meiner Wahl hier. So, das muss ich leider ohne das Ding machen. Vielleicht kann ich den Teufel beschwören. Oh, das ist nicht der Teufel. Das ist, was ich lade mal ganz kurz. Das macht keinen Sinn. Lass mal einen Teufel holen. Der Teufel wird dir schon helfen. Das Einzige, was man hört, ist Alice schreien, weil sie verbrannt wird. Ey, komm schon. Cheaper Pisser, komm doch mal runter. Komm doch einfach mal runter. Jetzt gucken, ob ich genau unter ihm bleibe. Dass ich genau unter ihm bleibe. Dass er keine großartige Chance hat. In der Zeit kann ich ihn ja ein bisschen beschießen. Das ist ja okay. Nur wenn er sein Scheißgesicht vor mich bekommt, dann hat er nämlich die Chance, wirklich Feuer zu speien. Und das möchte ich hier einfach nicht. What? Okay. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Schon, nimm ein paar mit, nimm ein paar mit. Das macht keinen Sinn. Willkommen beim extrem miesesten, also ich finde den Endboss-Kampf den extrem bescheuertsten, den es in dem ganzen Spiel gibt. Und es ist wieder so eine Stelle, wo ich mir sage, holy fuck, gut gemacht, einem das Spiel zu versauen, in Anführungszeichen. Weil wie gesagt, ich habe die Muskete nicht gefunden, ich habe sie nicht mitgenommen. Ich wusste einigermaßen, wo sie liegt, aber letztendlich dann doch nicht einfach genug, um sie mitzunehmen. Und das ist dann wieder so eine Stelle, wo ich mir sage, fuck you, wisst ihr was, fuck you einfach nur. Hätte echt nicht sein müssen. Das hätte man besser machen können. Viel mehr. Das war's auch schon. Wunderbar. Und das wird noch 50 Mal der Fall sein. Ach, was sag ich 50 Mal? Oh, kein Sound. Nee, nee. Ohne Sound habe ich jetzt auch keine Lust. Sobald er runterkommt und greift wie so ein Homo. Naja, nicht unbedingt mit dem Eisstab, aber okay. Von mir aus. Was zur Hölle? Was war das denn für ein Konstrukt aus Feuer und Greifen? Lass mich zum Meta-Essens rennen. Und das war's auch schon wieder. Yay, me. Oh, komm schon. Und der greift mit seinem dummen Fuß. Mal gucken, wie weit wir es durchhalten mit der Taktik. Runterbleiben und immer mal wieder werfen. Hoffen, dass man trifft. Gucken, wo die nächste Meta-Essenz ist und dann irgendwie dahin sprinten. Um nicht wieder instant zu verbrennen. So als zum Beispiel... Oh, God damn it, Jabberwocky! Fuck you! Kannst du aufhören zu schreien? Ich box dich, ich schwör's dir! Auf zu schreien, es bringt mir nicht viel, wenn du hier am Rumschreien bist. Wie eine Pussy. Oh ja, Glitch im Boden. Finde ich voll geil. Dein Anus! Nein, scheiße, glitscht im Boden. Oh, yes. Fuck you. Ich werde diesen Glitch aber sowas zu meinem Vorteil benutzen. Es tut mir leid, aber so ist es einfach. So ist es einfach. Wenn du so blöd bist und im Boden glitscht, dann tut es mir einfach mal leid. Fuck, ich bin trotzdem draufgegangen. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich einfach trotzdem drauf gehe, obwohl er im Boden glitscht. War ein Tor gerade. Warum dieses Tor herkam. Oh, komm schon. Das ist nicht cool. Das ist so geil. Das
kommt aber leider schneller wieder raus als gerade eben. Meta ist eins für mich. Ich speichere mal kurz an der Stelle zwischen. Einfach mal, damit ich... auf. Jawoll! Bitch! Oh, what? Laser? Holy crap. Oh, wir haben es geschafft, gerecht, Leute. Und den Wächter erledigt. Nun folgt die ultimative Schlacht. Wurde nicht genug gekämpft? Können wir die Königin nicht zur Kapitulation überreden? Nope. Mit Worten besiegt man böse Absichten selten. Sie ist immer noch stark und hat so viele auf dem Gewissen. Sie wollen Rache. Sie muss für ihre Bosheit zahlen. Führe uns in den Kampf. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Gib dein Bestes, Alice. Du kannst nur dein Bestes geben. Dein Bestes. Nein, greif! Ah. Ich möchte an dieser Stelle allen Glitches dieser Welt danken, dass ich diesen Kampf geschafft habe. Ohne hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert. Das war jetzt zwar echt cheap, aber die Scheiße, die der da abgezogen hat, war auch cheap. Ohne und dem ist es mir relativ egal. Die Schlacht hat begonnen. Befreie uns von dem Bösen. Okay. Ich versuch's. Lass mal da reingehen. In die königliche Schlacht. Also ihr seht schon, es ist nicht mehr arg weit und dann geht's ja dem Showdown entgegen. Ist das eine Schachfigur gewesen? Oh ja, kein Scheiß. Jetzt sind wir da heftig am Fighten hier. Und ich mittendrin, ne? Das kann ja spaßig werden. Ich wollte nicht diesen Eisstab, by the way. Dann wollen wir mal. Gucken, dass wir da vorkommen. Holy shit, okay. Oh, das war geil. Ich mag's, wenn ihr euch gegenseitig tötet. Das solltet ihr öfter machen. Echt jetzt, finde ich voll gut. Nein, nicht mich töten. Ihr Vollidioten, ihr Blöden. Ihr versteht nicht mal die einfachsten Regeln, kann das sein? Nicht mich töten, euch gegenseitig töten, weil ihr seid böse. Böses muss sterben. So viel dazu. Heftig, heftig! Alter, was zur Hölle? Es wird immer böser und es wird so ultra schwierig am Ende auch einfach. Es ist teilweise wirklich... Nein, ich möchte nicht sagen Glück. Klar gibt's bestimmte Taktiken, die man anwenden kann, die ich leider nicht kenne. Ist einfach leicht, mal hier durchzukommen. Oder mit dem man es einfach gut hinkriegt. Leicht ist es, glaube ich, nie. Ich würde jeden boxen, der sagt, es ist leicht, dieses Spiel zu spielen. Vor allem mit der stellenweise doch schwammigen Steuerung ist es nicht so ultra einfach. Dann vor allem in solchen Passagen, wo man einfach fliegt, dann fliegt man halt und dann war es das. Dann hat man nicht gespeichert, dann war es das eben auch. Eiswaffe extrem gut. Die jetzt gerade leer ist. Und tschüss. Coole Taktik. Gucken, was wir uns noch entgegenwerfen. What the fuck, man? Hier will ich auch nicht wohnen. Jetzt alle will ein Königreich aufmachen. Wird zur Hölle Design sein, Königreich. So. Du hast noch nicht genug abbekommen, ne? Ist voll dran vorbeigeflogen, das finde ich voll scheiße. Ey, was? Ist ja gut, übertreib's nicht. Ah, fucker! Du blöder Fucker, das war der letzte. Fuck. Ja, by the way, ich werde sehr viel fluchen bei dem Weg da mal vorne. Möchte ich hier nochmal schon sagen. Weil das sind Motherfucker und die haben es nicht verdient.
gegen mich zu gewinnen. Ganz einfach. Okay, okay, der hat's. Oh, shit! Nein, nein! Oh, ach, genau das meine ich. Eine Explosion, die blöd liegt und das war's ganz einfach. Wenn ich einmal da runterfliege, dann kann ich da nicht mehr wirklich raus. Das ist eben das Miese an der Stelle. Das ist super geil. Super geil, wo ist der hingeflogen? Keine Ahnung, wo der hingeflogen ist. Ich lasse es jetzt einfach mal unkommentiert, wenn ich da runterfliege, okay? Es ist einfach langwierig, hier durchzukommen. So, die letzten Level sind einfach nur noch miese Stellen aneinander gereiht, wo man einfach instant draufgehen kann oder sowas einem entgegensteht. Typen, die mit Thermonuklear... Ja, ja, geil. Genau sowas meine ich. Fuck. Nein, ich mache keinen Rage Quit. Ich komme da durch. Das kotzt mich trotzdem an. Noch kein Spiel geragequittet und ich werde auch kein Spiel ragequitten. Auch wenn viele von euch das sehen wollen. Nein, nein. Warum? Macht keinen Sinn. Dann seht ihr doch das Spiel nicht mehr weiter. Ich verstehe den Sinn darunter nicht. Ah ja, genau so wie ich sehe. Mieser Stricher. Den hier und den da und viel mehr davon. Was machen eigentlich meine Waffen? Wo zur Hölle fliegt der hin? Er hat's voll gezwirbelt und er geht trotzdem nicht drauf. Immer noch 4 oder 5 Stück da vorne. Da geht so langsam die Essenz aus. Oh Jesus, und auch die Lust irgendwie. Leute, ich mache hier einen kleinen Cut rein. Ich kann das Elend jetzt nicht mehr mit anschauen und wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.